gar nicht so lange her, dass wir online waren. Schon sind wir wieder online. Wir sind an allen 22 Spieltagen hier im, in der EM-Stream-Arena, wie man es richtig ausdrückt. Schönes Ding hier, würde ich sagen. Hast du gut geschlafen gestern? Ich habe wunderschön geschlafen. Ja? Wie würdest du heißen? So. Lucevic vielleicht? Kasavic. Kasavic? Oder Kasic. Kasavic. Kann man mitnehmen. Wir heben einfach die Hand, wenn wir es wissen. Wissen's. Ich habe keine Ahnung. Das ist Adama Traore. Adama Traore. Ach. Ja, ey. Guck mal, jetzt. Geil. 79er Goldkarte. Schau mal, den Martin 96 hier nochmal hops nehmen. Ja, den nehmen wir hier nochmal hops. Mann, ey. Das ist aber FIFA-Sucht, die halt. Also, ja, okay. wenn man FIFA-Sucht gut, ich sag mal so, ich habe ja jetzt auch nicht einen ganz einfachen bekommen, oder? Ja, doch. Ja, doch schon. Fuck. Also, Spanien, Wolverhampton. Vor allem, wir hatten ein paar Special-Karten auch dieses Jahr. Ja, okay. Ihr seid jetzt auf meinem Instagram-Account. So, was haben wir hier produziert? Wir haben hier Traumelf. Und Jonas Hofmann ist in dieser Traumelf. Und das völlig zu Recht. So, Grüße gehen raus. Perfekt. Ich hoffe, der wird top. Fit. Ja, du wenn du bist möchtest, ein richtiger Influencer. Also genau, sag noch mal kurz dein Insta. Vielleicht wollen die Leute auch mal kurz die Insta-Story dann direkt oder mal sagen, ja, direkt in die DMs. Ich meine, ich habe natürlich 17,4000 Abonnenten. Ich bin voll geil. Fast. Das ist geil. Du kannst Swipe up machen. Du kannst einen Swipe up machen. Ich kann Swipe up machen. So, siehst du, das also schon folgt mal. Mir bei Instagram Christian_Straßburger. Ihr taggt mich gleich auch noch alle. Und dann wir hin. Mal hier, der Chat begrüßt direkt auch dein Insta. Hi, Insta. Hallo. Wo ist eigentlich mein Free-Kickers-Getränk? So, das wurde mir gesagt. So komm, nämlich. Ja, Leute. So nämlich. Du musst auf jeden Fall auch die Couch austesten. Da lege ich mich gleich drauf. Was ist denn hier los? Ich habe ja gerade sportlich was getrunken, jetzt ja. Sag schon wieder unsportlich was. Das gleicht sich immer gut genau, aus. Genau, absolut. So. Dankeschön. Die so. Kühlse Gummibärchen nimmt man auch mal mit. Wo mache ich mich denn breit? Kannst du auch direkt. Legst dich hier vor. Torwart bei manchen Vielleicht komme ich auch hinter euch. Ich überlege gerade. Macht euch keinen Kopf um mich. Ich krieg das schon hin. Danach habe ich Boris Becker getroffen. Mit dem habe ich dann alles besprochen. Und er wusste dann nicht, wie die Espressomaschine funktioniert. Dann habe ich gestern Abend noch zum Schluss Boris Becker 2 Espresso oder sagt man Espressi? Espressi. Espressi. Ich, ja. Ihr wisst das. Ihr seid ne. Ihr kommt hier vom guten Hause. Ja. Zwei Espressi gemacht, das nimmt mir keiner mehr. Ja. Ja. Aber not all heroes wear capes. Dann hast du ja totale sprachliche Reizüberflutung, oder? Ich hatte alles. Badischem Dialekt, dann sächsischen Dialekt mit Michael Ballack. Meine Freundin ist aus dem Saarland. Ich bin also sowas gewohnt, was diese Sprache angeht. Ne? Grüße, die schaut auch gerade zu. Nice. Das ist natürlich jetzt traurig für alle Frauen, die gedacht haben, ach guck mal, der Sunny Boy, den kann ich ja noch abgreifen. Macht auch einfach gut. Ne? Ja. Die auch einfach unten warten, oder? Die unten warten. Schreibt mir trotzdem bei Instagram. Ja. Die unten waren nicht wegen uns, die wussten, dass du heute vorbeikommst. Ja, so ein Ding traurig, ist das nämlich. Mann, ja. Das ist so geil, das Interview. Das ist so geil. Würden Sie sagen, die Mannschaft ist stark verunsichert? Ja, ist doch normal. Ich meine, in so einer Phase ist natürlich kein Selbstvertrauen da. Das ist ja logisch. Sind Sie selbst auch verunsichert? Ich? Ja. Nö. Warum? Weil sie heute bei dem einen oder anderen Gegentor nicht den sichersten Eindruck machte. Das machten, das ist man von ihnen eigentlich nicht gewohnt. Wo war ich unsicher? Digga, der Blick da noch. Wo war ich unsicher? Machten, das ist man von ihnen eigentlich nicht gewohnt. Wo war ich unsicher? Beim 1:0 hätten sie den Ball durchaus halten können mit der linken Hand und beim 2:0 kommen sie raus und das Gegentor resultiert. Ja, mei, so Phasen gibt's ja mal, ne? Wenn es scheiße läuft, läuft scheiße. Digga, hat ja also, sie geben Interview sich schon alle Schultern den Gegentreffer. Ist mir scheißegal. Das ist so geil. Den Ausschnitt, Regie, wenn ihr uns dieses letzte ausschneiden könnt. Das hier, das Schultern hier. Den Gegentreffer. Ist mir scheißegal. Genau. Das ist legendär. Haben wir morgen drauf. Haben wir morgen drauf, sagt drauf, die Regie gerade. An die Regie. So, wie er noch sagt, ja, mei. So Spiele hast du halt mal. Ja. Dein Scheiße läuft das scheiße. Ist mir scheißegal. Wer hat einen ziehen lassen? Koffer habe ich stehen lassen. Digga. Anders ekelhaft. Aber da müssen wir den jetzt wegriechen. Riechen weg. In der Schule früher, wenn der Lehrer kam. Oh shit, riechen weg, Jungs. Fenster auf! Fenster auf! Riechen weg! Riechen weg und alle gekommen. Oh Mann, Alter. Da ist das Tor! Wer macht's? Der Tino! Er macht's! Aber der schießt halber den Tor. Ach, guck mal, die Engländer da hinten. Da hat's einen mies hingewickelt, oder? Die drehen komplett am Rad. Geil. Das ist einfach geil, mal wieder ja, mit Fans. Das ist It's Coming Home. Mann, du, ich krieg Krampfadern am Hals.
guck, was ihr für einen Scheiß sammelt, Spiele, Mensch. Ich liebe es. Bilder, weißt, da kommen die mit dem Inneris, ruft aus und kommen auch noch auf. 9 von 10, wo aufkommen. Ich bin 10 von 10. Leute, ich sag das, sind froh, dass ich nicht eure Eltern bin, Mann. Spielet die Bälle, spielet sie. Bring die Flanke, jetzt machen nein. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. So, kriegen wir hier die Playsee drauf, Regie? Hey, Junge, wie oft willst du am Ball bleiben? Ja. Junge, schon wieder. Ja, Digga. Junge, willst du mich verarschen? Ey, der war doch drin, der oder? Der war doch drin, Digga. Er sweatet mit seiner, mit seiner räudigen Fünferkette, ey, das gibt's ja nicht. 2:1 für Felix, aber die Situation hatten wir eben schon, dass der Junge einzeln in Führung geht. Come on. Kann Loris wieder den Ausgleich erzielen, oder war das vielleicht schon die Entscheidung? Boah, den nehmen wir nochmal mit. Den nehmen wir doch nochmal mit, hey. Wahnsinn. Der Jubel, Digga. Bis morgen. Bleibt gesund. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao. Alle Spiele der UEFA Euro 2020 nur bei Magenta TV.